Ja. Ja. Ah. Freunde, was geht? Anzeigen? Jawohl. Guck mal hier, der Mops, Alter. Der ist saugeil, oder? Guck mal hier, ey. Guck mal. Der Mops ist schon gut, oder? Der Mops ist richtig gut. Der Mops ist richtig gut. Ach ja. So, Freunde, ja, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ja, ich hoffe, dass mein Internet funktioniert. Na, falls nicht, werdet ihr es gleich merken. Es ist so, dass ich seit Ewigkeiten jetzt richtige Internetprobleme habe. Also beim Upload geht gar nichts mehr. Also ich versuche es jetzt einfach auf frei, Freunde. Ja, schauen wir mal, was so geht. Ja, Freunde, schauen wir mal, was so geht, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Montag gehabt. Und ja, ne, was soll ich euch noch sagen, Freunde? Das ist das erste Mal, dass ich seit langem wieder Fortnite spiele. Gerade wurde mir sogar hier dieses Video zu Season 9 angezeigt, ne? Alter, Freunde, ich kam ja gar nicht klar. Ist das Zukunft, ey? Das sieht mir so nach Zukunft aus, ey. Das war's komplett. Das soll ja so wie das, Freunde. Das soll ja so wie das, ne? Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht in Fortnite. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Das soll ja so wie das. Ich weiß nicht, was neu ist. Ich weiß nicht, was alt ist. Naja, Freunde, komm. Ich zocke mal heute ein bisschen Solo. Ne? Ich schau mir das mal an, was so geht. Gucken wir mal, wie es läuft. Also, hallo Justin. YouTube, was geht? Gerade war doch hier noch einer, weiß nicht. Hallo Pascal Penter, was geht, Digga? Lola ist auch da. Lola mit dem Herz, Lola. Kriegst direkt ein Herz zurück, so ein krummes Herz auf jeden Fall. Der Lux, genau, der Lux. Hallo Lux, schön, dass du da bist. Ah, Leute, was geht ab hier in Fortnite? Erzählt mir mal, was so abgeht. Also ich hab nichts mitgekriegt. Ich habe so wirklich so gar nichts mitbekommen. Gar nichts. Ich schwöre es euch, gar nichts. Ich habe gerade Fortnite gestartet und sehe nur Zukunft. So, wisst ihr, so Zukunftscharaktere und denke so, Alter, Call of Duty hat sich das damit versaut, ne? Warum macht Fortnite das, ne? Warum macht Epic das? Aber naja, Leute, ne? Steckst du nicht drin, Freunde, steckst du nicht drin, ne? Gut, hallo Adam the Miner, hallo Iron Wolf, hallo Timol. Sei, was geht? Hallo Fanghost. Wo ist dein Hund im Hintergrund? Der Hund ist oben. Der Hund ist oben. Ja. Der ist von meiner Freundin ja, in Beschlag genommen. So, was geht denn hier, Leute? Ah, guck mal hier, die Waffe gibt's noch. Okay. Da kann ich schon mal spielen. Ah ja. Okay, ich schau mir erstmal, was neu ist. Mega Mall, beziehungsweise. Was ist für mich neu, ne? Was für euch schon wieder alt ist. So, wisst ihr, wie ich meine? Für euch ist das ja uralt. Für mich ist das ja nagelneu. Ne? Für mich ist das ja, als würde ich Fortnite jetzt zum ersten Mal spielen. So, wisst ihr, wie ich meine? Gut. So. Aber sonst hat sich doch nicht viel geändert. Oder Mega Mall ist hier. Lazy Lagoon ist jetzt in Gelb. Kein Mensch weiß, warum das gelb ist. Aber okay. Schauen wir mal, was so geht, Leute. Schauen wir mal, was so geht. Die große Stadt ist weg in Fortnite. Yo! Neo Tilted. Ich glaube es nicht. Tilted Towers ist weg. Meine Gebete wurden erhört. Die wollten unbedingt... Was ist das denn? Was ist das denn? Ein Helicarrier? Sind die noch bei Avengers? Was ist das? Was ist das? Was kann das? Geh mal da rein. Hallo Tauda. Zocket ist. Weiß ich nicht. Ich habe gerade irgendeinen gesehen. Warte, ich gucke gleich nochmal nach. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah, guck mal hier, das weiß ich noch. Also abbauen, das weiß ich noch. Okay, das kann man. Okay. Okay, ich habe Verbände. Okay, damit komme ich nicht klar.
Die normale Pump ist weg, okay. Ich geh mal zu dem Haus da, okay? Ah ja! Lalalala. Hallo Simon! Dede. Ah ja! Warte mal, wie war der nochmal bauen? Okay, so, okay, ich weiß Bescheid. Der Whitey ist da! Hallo Zocket, schön, dass du da bist, Digga. Was geht? Okay, die Sniper na da, das kennen wir noch. Trink mal schneller hier. Kein Auge. Genau. So. Editierfähigkeiten sind immer noch auf on point. On point. Was ist das denn für eine Waffe? Was ist das? Ist das kein Scharfschützengewehr? Das ist kein Scharfschützengewehr, ne? Scheiße, Alter. Bin gerade auf ein Geburts... Ey, Trommelgewehr ist wieder da. Super. Alter, für die, die mich jetzt zum ersten Mal sehen, die denken, ich bin der absolute Noob. Ne? Ja, bin ich ja auch, weiß ich auch, aber... So, wenn man dazu seit Ewigkeit nicht mehr gezockt hat, ne? Da kommt man so erstmal gar nicht mehr klar, ne? Aber man kann sagen, man kann es wirklich sagen, ja? Die Grafik hat sich nicht verändert. Ja, die Grafik ist immer noch gut. Nicht. Ah ja, habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Das war Bauskill 3000, Alter. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Oh, scheiße. Okay. Da kann ich doch jetzt auch wieder rein, oder? Kann ich da drin abgeschossen werden? Bestimmt, ne? Bestimmt, oder? Ja. Das ist die alte Sniper. Ist wieder reingekommen. Wie die alte Sniper. Ist ja keine alte Sniper, oder? Ach, ist das die Dauerschuss-Sniper? Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, ja. Jetzt ist mein Handy abgestürzt, ja, das ist belastend. So, jetzt pass mal auf. So, was sind das denn da für Heli... Alter, was ist denn los hier? Ihr habt ja nur gesehen, ne, auf Instagram, ne? Bitch. Oh, Bitch. Oh, der kann das nicht. Oh, der kann das nicht. Oh Gott, Alter, mein Aiming, ne? Der kann das nicht. Ist ein goldener Automat. Funktioniert er noch wie früher? Ist er immer noch kostenlos? Es ist gar. Okay. Okay. Ich sag nur Olaf und Günther. Was soll das denn heißen? Nimm mal das hier, genau. Pass mal auf. Ne, der Trommelgewehr behalten wir mal. Pass mal auf. Okay. 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 Gut, jetzt geht wieder. Okay. Es gibt John Wick Sachen. John Wick gab es denn nicht sowieso schon in Season 1 oder was? Ne, Season 2 oder 3. Da kommt einer. Okay, ich brauch das hier. Ah, was ist das denn hier für ein Wagen? Team Neustart, okay. Ach scheiße, ich muss die Zone kommt, ne? Ich vergiss das, ne? Was sind das denn für Helicarrier? Ist das ein Helicarrier? Was ist das? Da! Alter. Hätte ich den getroffen, ne? Da hättet ihr aber sparsam geguckt. Warte. Epic Games hat die Rechte für John Wick.
Okay. Krass. Au, 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 was machst du denn? Hoch, hoch, hoch! Genau so. Erstmal Zone. Erstmal Zone. Genau, erstmal Zone. Okay, jetzt ein Stück zurücklaufen, ne, wegen dem Typ hier hinter uns. Müssen wir aufpassen. Ich hab's drauf. Hallo Dwayne King. Was geht, Digga? Guck mal da oben. Oh! Da bin ich erstmal weg. Alter. Oh, 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 oh. Mr. Flex haut mal gepflegt einen Euro raus, Digga. Vielen, vielen Dank. Da könnt ihr mal alle die Herzen da lassen. Dankeschön, Mr. Flex, Digga, für deinen Support. So, ich hau ab. Da muss ich los. Da oben ist einer. Guck mal, habt ihr gesehen? Da komme ich aber nicht hin, ne? Ich hau ab, oder? Alter, hier ist die Stadt. Hier geht alles. Ist das... Sind diese Ding... Ist das hier die Pipeline, die der Ding... Alter, Alter, Alter! Was ist das? Bearbeiten. Ist das hier die Pipeline, die der Putin bauen wollte hier? Kann sein, ne? Da kommt einer. Wo ist er? So war das, okay. Oh, 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 aiming. Nein, nein, nein! Okay. 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 Hallo Sergei, Digga, was geht? Hier ist eine Kiste drin. Ich weiß nur nicht wo. Da. Hoffentlich ist da ein Trank drin. Zimmer. So, ne? So machen wir das. So machen wir das. Machst du demnächst GW2 Video? Jo, mach ich demnächst wieder. Alter, es leckt. Da kommt einer. Der kommt. Ich hab ihn gehört. Alter. Boah, seht ihr diese Bauskills, Alter? Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Oh, ich muss nachladen. Da ist ein großer Trank. Den kriege ich aber nicht mehr. Scheiße. Den hätte ich gern gehabt, ey. Hätte ich gerne gehabt. Oh ja. Oh ja. Bauskills. Aiming ist am Start. Bauskills am Start. Alles am Start. Okay. Erstmal gönnen. Erstmal gönnen. Man kennt die perfekten Bauskills, oder? Du hast keine Pump mehr. Was ist das denn? Ist das keine Pump? Was ist das? Ist das keine Pump?
Was ist das denn? Warum ist das denn keine Pump? Was ist das? Ach du Scheiße! Ich dachte, das wäre die Überpump, so wisst ihr, wie ich meine? Scheiße, ey. Guck mal da. Okay. Okay. Boah, ich bin gerade, bin ich ein bisschen nervös, so wisst ihr, wie ich meine? So kennt ihr das so? Wenn man das anders, Warte. Man das anders. Ja, so machen wir das. Guck mal, ein Windrad, Alter. Guck mal, die haben auch die Grünen gewählt. Erneuerbare Energie, ey. Ach, guck mal, er da oben, ey. Der Vulkan war ausgebrochen. Okay. Ja, ich habe mir das Video nicht angeschaut. Ich habe nur gesehen, dass so eine Banane weggerannt ist. Mehr habe ich nicht gesehen. Muss ich sagen. Ah, shit, ey. Warum hat er nicht geschossen? Er hat überhaupt nicht geschossen, habt ihr gesehen? Er hat gar nicht geschossen, mein Raketenwerfer. Richtig hässlich. Boah, ich bin richtig nervös. Ich schwör's euch, ich bin richtig nervös, Alter. Was ist denn, wenn ich... Warte, von wo? Ich habe die Kugel gehört, da. Oh. Au, au. Au. Da oben ist eine Kugel. Da oben ist einer. Mein Aiming ist am Start, oder? Mein Aiming ist on point. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Du? Okay. 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 Also ohne Scheiß, ich mache mir gerade ein bisschen selber Angst, ey. Oh, der kommt hier hoch. Ja, ja, er will mich. Er will mich einfach. Ich habe die Kugel gehört. Wo ist die Hartz-IV-Kugel? Da ist er. Ja. Oh. Aber kein Blödsinn, Mann hier, ne? Whitey, kein Blödsinn, Mann hier. Boah, ich bin richtig nervös. So, kennt ihr das so? Bin richtig nervös, ehrlich. Guck mal da unten, die scheiß Kugel, Alter. Ich hasse sie. Ich schwör's euch, ich hasse sie so richtig, ne?
so eine scheiß Kugel, ne? Warum sie den Scheiß nicht mal rausgenommen haben, ne? Ey, der kommt hier hoch. Weil die hat heimlich geübt, ich schwör's dir, Lola habe ich nicht. Oh, was war das denn, Alter? Ach du Scheiße. Na, Halli, was geht? Kugel ist da immer noch. Boah, Alter, es leckt, ne? Ah, ja, Baby! Woo! Alter, ich werd bekloppt. Was ist da los, Alter? Nur Noobs in der Runde. Woo! Das war's ja natürlich wieder komplett. Woo! Absolut, Switchboy. Absolut, ja? Feinarbeit. Ey, nur Noobs in der Runde. Ich glaub's nicht. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Oh nee, ey. Oh, ey. Der Ego-Noob in einer Noob-Lobby. Ich sage es euch. Oh Mann, ey. Ah ja, da seht ihr direkt mal hier den holographischen Zukunftsschirm bekommen, ne? So muss das sein. So muss das sein. So nicht anders. Ich glaub's nicht, ey. Erste Runde, ey. Nach Wochen, nach Monaten. Nach Monaten. Komplett. Boah, da kann ich nur lachen, Alter. Ich find's so lustig. Ohne Scheiß, Leute. Ich find das so lustig. Ne? Hammer, ey. Hammer! Was ist da los? Oh.
Oh Mann. Und hast du geübt? Nein, ich habe nicht geübt. Ich schwör's euch, Leute, ich habe nicht geübt, ehrlich. Ich habe jetzt gerade erst das erste Mal wieder angemacht. Ich bin nur am Haus. Leute, ich bin nur am Haus. Die Terrasse ist nicht fertig geworden. Mir fehlt Split. Morgen bekomme ich nochmal 500 Kilo Split. Und dann geht's weiter. Vier Reihen fehlen noch, Leute. Vier Reihen fehlen noch. Ja. Vier Reihen fehlen noch, dann passt das. Auf jeden Fall. Yes. Ja, Sergej, das war nur spontan jetzt. Ich wollte mal gucken, ob mein Internet läuft. Ich wollte sowieso nur so ein Stündchen streamen. Mehr war jetzt auch nicht geplant, muss ich sagen. Deswegen, wir schauen einfach mal, Leute. Schauen einfach mal. Wie viele Wins hast du? Ganz ehrlich, Barzek muss ich gleich nachgucken. Weiß ich nicht mehr. Dafür habe ich zu lange nicht gespielt. Ich kann gleich Dingens machen. Wenn ihr mich daran erinnert, dann kann ich gleich mal Dingens machen. Sagt mal schnell. Dann kann ich gleich mal reinschauen, wie viele Wins ich gemacht habe bis dato. Ja, ganz ehrlich, Leute, wir brauchen... Ah, Blitzi, Digga, was geht? Wir brauchen uns nichts vormachen, ja? Die waren gerade alle... Das war gerade alles so schlecht. Die waren alle schlecht. Die waren ja alle schlechter als ich, so. Wisst ihr, wie ich meine? Und das war halt das Gute daran. Ich bin ja schon mega schlecht. Ne? Ich bin ja mega schlecht. Aber die war ja noch schlechter. Und ich wusste gar nicht, dass so was geht. Was sagt euch das? Wie sag ich das, ey? Oh, ne. Weißt du, wann der nächste Stream kommt? Schauen wir mal. Morgen Abend denke ich mal nicht, weil morgen Abend muss ich nämlich weiter die Terrassen machen. Eventuell Mittwoch oder Donnerstag, denke ich mal. Mittwoch oder Donnerstag könnte ich es schaffen. Ja. Wo ist er? Da. Oh. Ab morgen mündliche Englischprüfung. Dann wünsche ich dir viel Glück. Komm, ich mach das mal auf entspannt auf hier. Kannst du bitte die... Danke. Du meinst Donnerstag oder Freitag? Warum Donnerstag oder Freitag? Was ist denn morgen? Morgen ist doch Dienstag. Nee, ich mein schon Mittwoch oder Donnerstag. Donnerstag ist doch sowieso Feiertag, oder nicht? Donnerstag ist Feiertag, ne? Genau. Ja, da bin ich sowieso wieder in der Terrasse erstmal. Im Garten. So, was haben wir denn da? Schauen wir mal, was da so geht. Ah. Nein, nein. Sehr gut. Wo hatte ich schon Double or Nothing gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich hab echt keine Zeit dafür gehabt, muss ich sagen. Ey, aber ich habe ein paar Highlights gesehen. Ich muss sagen, sah ganz nett aus. Auf jeden Fall mehr Emotionen als hier bei Cody Rhodes gegen Dustin Rhodes. Mehr Emotionen als als WWE in den letzten 3-4 Jahren. Ey. Das eine Match nur, ne? Nur das eine Match natürlich. Ist das Lego? Schau mal, was da so geht. Ne? Ach ja.
Whitey nicht mal am Donnerstag eine Pause gönnen. Gönn dir mal. Wovon? Nee, ey, die Terrasse muss fertig werden, der Garten. Ehrlich. Ich habe noch so viel zu tun da. Ehrlich, das geht nicht. Da kann ich mir keine Pause gönnen. Ich habe mir heute schon Pause... Na, heute habe ich auch nicht Pause gegönnt. Heute habe ich, Wasserschlauch gelegt unter der Erde. Keine Zeit für Pause, Digga. Keine Zeit für Pause. Ich sagte das. Ehrlich nicht. Wenn der Garten fertig ist, ne, dann setze ich mich im Garten und dann mache ich Pause. Dann sieht das gut aus. Glaubet mir. Ja. Terrasse muss fertig werden. Sarah feiert zum Beispiel hier. Sarah feiert Samstag Geburtstag. Ne? Und ich habe ihr versprochen, dass die Terrasse bis dato 80% fertig ist. Habe ich ihr versprochen. Und das, wenn ich was verspreche, dann muss ich das halten, Leute. Glaubt es mir. Und ich halte das auch deswegen. Meisterdetektiv Pikachu war auch gut. Jawohl, absolut, ja. Absolut. Richtig geiler Film. Richtig geiler Film. Obwohl man wirklich so, wie der Halli gerade sagt, sagen muss am Ende, man hat da so... Ich weiß nicht, hat mittlerweile jeder den Film gesehen, sollte jeder gesehen haben, oder? Der sich für Pokémon interessiert. Also man hat am Ende gar nicht so damit gerechnet, muss ich sagen. Ja, also ich habe damit niemals gerechnet. Aber was ich extrem interessant fand, das ist so... Der Film, ne, der ging ja fast 2 Stunden. Aber der Film ist so schnell umgegangen, ne? Auf einmal, die Geschichte ist so dahin geflossen, so, wisst ihr? Da hat die ganze Zeit das... Du hast gar nicht so das Gefühl gehabt, dass sie das extra strecken oder so. So gar nicht. Die ganze Zeit von Anfang bis Ende war richtig die Geschichte, richtig schöner Fluss am Laufen. Also das war schon wirklich gut. Das muss man mal wirklich so sagen, wie das ist. Das war schon wirklich gut. Also deswegen, also ich bin sehr davon angetan, ja. Ich bin sehr davon angetan. Ja, den neuen Aladdin-Film schauen wir uns definitiv auch an, ja. Also wir waren am Überlegen, gestern ins Kino zu gehen, gestern Abend, aber haben wir dann doch nicht gemacht, weil, keine Ahnung warum, weiß ich jetzt nicht, aber wir werden irgendwann jetzt in den nächsten 1-2 Wochen, denke ich mal, werden wir in Aladdin auf jeden Fall reingehen, ja, definitiv. Wir wollen dann nochmal in Meisterdetektiv Pikachu reingehen, also definitiv, da gehen wir auf jeden Fall nochmal rein. Da gehen wir definitiv noch mal rein. Lebe ich in Hamburg? Nee, lebe ich nicht. Leider nicht. Ich würde sehr gerne in Hamburg leben. Sehr gerne würde ich. Aber, ja. Ist leider nicht drin momentan, ne? Ist nicht drin. Oder beziehungsweise ist auch nicht geplant oder so. Aber Hamburg würde ich auf jeden Fall, finde ich schön, ja. Hamburg ist eine schöne Stadt. Mehr Glück als Verstand, würde ich sagen, wa? So, einmal. Hatte der Typ noch Verbände oder so gehabt hier, wo der gerade... Ah, guck mal. Wunderbar. Wunderbar, wohnst du in einem Dorf? Nein. Eine Stadt. Ah. Ich war seit 2 Jahren nicht mehr im Kino. Ja, wir gehen eigentlich auch nicht oft, muss ich sagen. Ja, also wir gehen wirklich nicht oft. Aber da jetzt Meister Dave, also jetzt haben wir auch eine Tochter und so, wisst ihr, da kann man das schon mal machen. Da geht man öfters mal im Kino, aber sonst sind wir auch nicht oft gegangen, muss ich sagen. So gar nicht. Sniper lasse ich hier, ne? Komm, Sniper lasse ich hier. Komm, brauchen wir nicht. Sniper brauchen wir nicht, Leute. Viel Spaß bei deinem Garten, ja, vielen Dank. Den werde ich haben, also ehrlich. Das macht schon Bock, muss ich sagen, so. Also das ist richtig Knüppelarbeit, da, ne? Die ganze Zeit die Platten da zu schleppen. Eine Platte wiegt 38 Kilo, ey. Boah, ey.
und jede Platte holst du dir einzeln und läufst dann durch das ganze Haus, ne? Boah. Aber ich muss sagen, es macht Spaß. Es macht richtig Spaß. Ja, dann den Split fahren holen und dann den Split schöppen. Und das hört sich doof an, aber es bockt richtig. Und wenn er dann richtig bald richtig geil ist und fertig ist, wir haben ja sogar Spots in den Terrassenplatten, haben wir eingebaut. Mein Onkel hat dann da so Löcher reingebohrt in den Terrassenplatten, weil wir beziehen die von meinem Onkel. Mein Onkel produziert die nämlich. Beziehungsweise der arbeitet für die Firma, wo die produziert werden. Und ja, der hat uns dann direkt auch einen Ready gemacht da. Also der hat uns dann direkt auch ein paar klar gemacht. Mit Löcher drin. Haben wir geile Spots gekauft. Ne, ich blende euch nachher mal oder morgen oder so mache ich euch mal ein Bild. Wenn es dunkel ist, von den Spots, wenn die dann an sind im Dunkeln und so. Leute, das sieht richtig episch aus. Und wenn Samstag dann die ganzen Platten gelegt sind, ne, mit Schenkel vorne, da mache ich euch ein Foto, Freunde. Samstag hat, wie gesagt, feiert meine Freundin Geburtstag. Und da mache ich euch ein geiles Foto. Ja, die hat irgendwelche so Gartensachen da bestellt, so, wo man Blumen draufstellen kann. Da, keine Ahnung, das ist nicht meine Abteilung. Aber ich mache euch ein Foto auf Instagram, Leute. Das kommt richtig geil. Ich sage euch, das kommt richtig geil. Respekt, wer es selber macht. Absolut. Absolut. Ohne Scheiße, ich habe ja immer so... Shorty, Digga, was geht? Ich habe ja immer so gedacht, dass ich so bautechnische Häuser bauen und so, ne, bin ich überhaupt nicht für gemacht, ne, weil ich dachte immer, ich hätte so zwei linke Hände, ne, ich kann nur kochen, mehr kann ich nicht. Aber jetzt, wo du dann hier das Haus gekauft hast, wir haben den ganzen Dachboden alleine ausgebaut, wir haben hier den Keller. Ja, ihr habt Fotos auf, wer mich verfolgt auf Instagram hat es gesehen, ihr habt Fotos dann auf Instagram gesehen, wie der Keller vorher aussah, wie er dann hinterher aussah. Ja, wir haben den Keller komplett umgebaut, wir haben so viel gemacht, ne, Leute, und ohne Scheiß, ne, und jetzt die Terrasse auch noch selber machen. Beim Kollegen haben wir Zäune gemacht, ohne Scheiß, ne, ich sag es euch, also hätte ich niemals gedacht, hier ist ein Fisch, hätte ich niemals gedacht, dass, ich dafür in der Lage bin, muss ich ganz offen nicht so sagen, wie das ist, Leute. Aber, wie gesagt, ne, es macht richtig Spaß, es macht richtig Spaß. Auch mit Zement, ne? Ich glaube gar nicht, wie gerne ich momentan im Baumarkt gehe. Und ich gehe so gerne im Baumarkt. Und gehe dann da Säcke Zement kaufen, Zementmörtel, ne? Fugen,